willkommen zu einem neuen Video bzw. zu einem neuen Vlog. Ich laufe hier gerade über die Straße, darum muss ich ein bisschen aufpassen. Ich bin in Barcelona. Ich habe schon in meinem letzten Vlog angekündigt, nämlich dem Vlog aus München mit BMW. Da haben wir den Volvo Touring getestet. Und jetzt sind wir in Barcelona und testen den neuen Seat Ibiza, passend zu der Stadt. Dementsprechend dann auch die Marke und nicht das Auto, weil wir sind ja nicht auf Ibiza. Der Fabian hat gerade 2, 3 wichtige E-Mails noch bekommen auf dem Samstagmorgen, weswegen er jetzt noch im Hotel ist und ich ein bisschen Freizeit habe. Wer glaubt das denn? Damit hätte keiner gerechnet. Und darum gehe ich jetzt gegenüber von unserem Hotel in die Diagonal del Mar, heißt sie, sehr nette Security-Personal, die grüßen alle. So. Ich stehe im Schatten, der Fabian schaut sich gerade das Auto an. Wirklich was gefunden bei Sephora habe ich nicht. Ich glaube, die haben auch sonntags offen, also falls es mich jetzt in den Fingern juckt, kann ich morgen immer noch kurz hin. Meine Mama hat nämlich bald Geburtstag und ich hatte so eine Idee für sie, aber ich bin davon noch nicht überzeugt. Aber ich muss ja immer zwischen Tür und Angel die Geschenke kaufen und habe jetzt nicht Zeit, wirkliche Shoppingtouren zu machen. Und ich finde es dann immer ganz schön, wenn ich im Ausland was kaufen kann, was vielleicht nicht in Deutschland gibt. Das ist dann immer noch so ein bisschen exklusiver, so ein bisschen mehr. Jetzt hole ich euch mal den Fabian ins Bild. Ey, Sippi, komm mal ins Bild. Klausi! Ja, was denn? Da. Jo. Der. Ich falle. Du bist umwerfend. Der Fabi wollte euch nämlich nicht Hallo sagen. Morgen. Morgen. Der Fabi ist, glaube ich, noch ein bisschen verpeilt, oder? Ja. Wir essen jetzt nicht, wir machen jetzt wichtige, klärende Gespräche, um Informationen zu beschaffen, die ihr zum Ibiza wissen wollt. So, das machen wir jetzt. Wir haben jetzt gerade ein bisschen zusammengesessen. Ich habe mich unheimlich verquatscht mit der lieben Halima und der lieben Nesa. Da ist der kleine Ibiza. Ich glaube, ich habe ihn euch noch gar nicht gezeigt. Da ist er. Et voilà. Was ist das? Spannendes. Ich glaube, weil das hier eine Champagnerfabrik ist, beziehungsweise sie dürfen das nicht Champagner nennen, aber weil wir hier halt bei einem prickelnden Sekthersteller besondere Art sind. Ich weiß nicht. Ist das so eine Traubenpresse? Eine altmodische Traubenpresse. So, hier seht ihr jetzt übrigens mal die drei Varianten im Überblick. Mal gucken, wo die Nesa ist. Ich bin nämlich schon entlassen. Wind! Bei den Stills kann ich nicht helfen. Darum treffe ich mich jetzt mit der Nesa. Während Fabian die Stills gemacht hat, war ich mit Nesa in einem Shoppingcenter. Das Ganze ist ein bisschen eskaliert. Nein, so schlimm war es nicht. Aber wir hatten halt jetzt, oh, wie viel Zeit hatten wir? Eine Stunde oder so. Und ich kann euch mal kurz zeigen, was ich gekauft habe. Es interessiert euch null. Aber eine Palette, ein Rouge, noch eine Palette. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, ich habe ein Portemonnaie geschenkt bekommen. Ich habe eine Pinseltasche geschenkt bekommen. Ah, das habe ich noch gekauft. Das ist noch eine Gesichtsmaske. Ich habe 1, 2, 3, 4 Parfümpröbchen geschenkt bekommen. Da sind noch Parfümpröbchen drin. Und das Ganze habe ich aber zweimal bekommen. Weiß Gott warum.
Ja, läuft bei denen hier. Mal gucken. Ne, ich mache mich jetzt fertig, danach geht's zum Dinner. Wir gehen ins W Hotel. Hallo und guten Morgen. Ich bin fast blind, zumindest sehe ich nicht so wirklich was. Wir haben jetzt den nächsten Morgen und damit auch unseren letzten Morgen jetzt erstmal in Barcelona. Bis zum nächsten Event in Barcelona, das übrigens schon in einer Woche, nee, zwei Wochen ist. Der Fabian wird jetzt auf eine wunderbare Konstruktion draufgeschnallt und ich werde hinterherfahren. Das heißt, wir werden Car-to-Car-Aufnahmen machen, wie schon gestern angekündigt. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das hübsche Ding mit dem Fabian drauf aussieht. Okay, ihr Lieben, ich habe vergessen, die Kamera zu laden und ich sehe gerade, dass der Akku blinkt. Von daher, falls der Akku nicht mehr hält und wir euch jetzt nicht mehr wiedersehen, danke euch fürs Zuschauen. Däumchen hoch, falls es euch gefallen hat. Abonnieren und, das ist neu, die Glocke aktivieren, denn es gibt da einige Probleme bei YouTube, dass einige von uns, von euch gar nicht mehr unsere Videos sehen. Von daher, Glocke aktivieren, dann kriegt ihr eine kleine Nachricht, dass es ein neues Video gibt und danke fürs Zuschauen. Doch mal.